Das Werkstattverfahren war, glaube ich, für viele Neuland. Ich finde es eine ganz tolle Erfahrung im Rahmen der Partizipation, wie man Bevölkerung, wie man Bürger, die das natürlich sehr stark interessiert, sehr stark angeht, was ihr persönliches Wohnumfeld ist, mitnehmen kann. Ich glaube, es muss immer wieder neu erklärt werden, erklärt werden, erklärt werden. Beide Seiten müssen lernen. Ich finde das auch wichtig, dass man lernt, als Team zu arbeiten, also Bürger mit Experten zusammen. Ich vergleiche das immer wie so ein Haus, was man aus Bauklötzen baut und man ist oben angekommen, muss man lernen, dass man unten nichts wegnehmen kann, auch wenn man mal anderer Meinung übers Fundament war als einzelne Person. Und man muss sich immer als Team verstehen, die so gemeinsam etwas zustande bringen will. Aber ich finde die Erfahrung mit diesem Werkstattverfahren sehr positiv. Wir hätten uns hier und da vielleicht etwas mehr konkretere Auseinandersetzung mit Anregungen gewünscht. Jetzt bin ich selber auch Architekt und weiß, man bleibt auch manchmal dann stecken bei einer Anregung, dass die einfach nicht umsetzbar ist. Und wir haben ja gleich noch mal Interviews mit den Teams. Dann werden wir natürlich genau an den Stellen noch nachfragen, wieso hat sich das nicht verändert, obwohl wir eine Anmerkung gemacht haben. Und dann haben die Teams auch noch mal die Möglichkeit, darauf zu antworten. Das ist auch wichtig in diesem Dialog. Dadurch zeichnet sich das Werkstattverfahren aus, auch mit den Teams in diesem Dialog zu bleiben. Nein, schwierig glaube ich nicht. Ich glaube, es wird eine besondere Entscheidung werden, weil für viele Neuland, für mich persönlich auch, eine Juryentscheidung vor Publikum zustande kommt. Aber es wird keine schwierige. Ich glaube, es wird sich über die Logik der Diskussion ergeben, dass am Ende ein Sieger herauskommt. Das kann man wahrscheinlich gar nicht eins zu eins bewerten. Die Öffentlichkeit oder der einzelne Bürger, Bürgerin, die wünschen sich ja manchmal, ich habe vor einem Monat was gesagt und genau das möchte ich jetzt auf dem Plan wiederfinden. Das passiert meistens nicht. Aber man muss es immer sehen, dass Anmerkungen, insbesondere wenn viele Anmerkungen in die gleiche Richtung gehen, die Teams dazu sag mal, auffordert, schon da weiterzudenken und vielleicht nicht genau auf die Lösung zu kommen, die die Bürgerinnen und Bürger vorgeschlagen haben, sondern wieder auf eine andere, die das aber berücksichtigt. Also da kann sich niemand von frei machen vor der Meinung des Publikums. Kein Künstler, kein Architekt kann sich vor der Meinung des Publikums frei machen. Das spielt immer in der Weiterverfolgung einer Idee eine Rolle. Also die Vorzüge des ausgewählten Entwurfs sind, dass er sehr aus den Qualitäten des Ortes entwickelt ist und somit praktisch nur für diesen Ort gemacht ist. Der Entwurf geht ja her und sagt, wenn man mal auf die andere Seite des Tempelhofer Damms guckt, da hat man eine Baukante, die auch keine rechtwinklige ist, sondern die so eine abgeknickte ist, zu dem grünen Raum und sagt, hatte das Wort Küstenlinie für erfunden und sagt, diese Küstenlinie setze ich jetzt auf der anderen Seite des Tempelhofer Damms fort und ziehe mich mit dieser Küstenlinie ganz weit zurück, sodass ganz viel Grünraum bleibt. Das war also von Anfang an noch die Arbeit, die weit über am wenigsten versiegelt hat, also in den grünen Flächen weit über den anderen Flächen lag. So, dann hat man in den ersten Werkstätten noch immer ein bisschen vielleicht kritisch hingeguckt, weil das erstmal so ein Konzept ist, was sich natürlich von anderen unterscheidet, die meistens mit so rechtwinkligen Setzungen arbeiten. Der typische Block, was man ja in Berlin auch kennt, Blockrand. Und da war aber jetzt eine Arbeit, die machte das nicht. Und das war jetzt erstmal eine These, dass das so auch funktioniert. Und diese These, und da bewahrheitet sich jetzt auch nochmal dieses Arbeiten in so Stufen mit unseren Werkstätten, wo man immer wieder den Arbeiten auch was widerspiegeln konnte, da musst du noch mal besser werden, da musst du noch mal besser. Das hat diese Arbeit am besten auch genutzt. Das heißt, sie hat auch die größte Dynamik in der Entwicklung hingelegt, sodass wir eigentlich jetzt sehr, sehr zufrieden mit dieser Arbeit sind. Wir haben eine tolle neue Mitte Tempelhofs mit einem städtischen Platz, einem Hochpunkt, wo ganz viele Angebote an die Bürgerinnen und Bürger auf der kulturellen Seite, aber auch von der Rathausseite konzentriert sind. Und wir haben dann aber zu beiden Seiten, das finde ich immer so wichtig, das, was es schon gibt auf der einen Seite des Tempelhofer Damms und auf der anderen Seite des Tempelhofer Damms, wird das jetzt gespiegelt, ne? Und so hat man im Grunde genommen, dass die Menschen, die im Kiez wohnen, haben letztendlich die gleiche Qualität und behalten die Qualität, die sie haben, und die neuen, die dazukommen, die gleiche Qualität. Also das sind riesengroße Vorzüge dieser Arbeit. Also ich kann solche Art der Verfahren sehr, sehr empfehlen, gerade für Entscheidungen mit solch einer Tragweite, wo ganze Stadtviertel entstehen, weil man muss es ja vielleicht vergleichen mit einem anonymen Wettbewerb oder sowas. Da hat man einfach als Bearbeiter, als Architekt, als Stadtplaner nicht die Möglichkeit, in einen Dialog zu treten mit den
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung vor Ort, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, wofür das, finde ich, hier ein Vorzeigeverfahren war. Und ich merke das ja auch an den Verabschiedungen jetzt mit den Leuten. Also alle sind ganz dankbar für dieses Verfahren, weil sie sich wirklich gehört fühlten, ne? Also wirklich dieses Partizipative, dass man mitgenommen wurde und dass man wirklich sagt, ja, ich habe da teilgehabt an dieser Entscheidung und stehe auch zu dieser Entscheidung. Und das wird ja Multiplikatoren zur Folge haben. Die Menschen werden gefragt werden, Mensch, du warst doch dabei, wie war denn das? Und die werden sagen, das war ein gutes Verfahren, wir sind gehört worden. Und deswegen kann ich das auch für zukünftige Entscheidungen nur empfehlen.